Sind viele Reiche, die das feiern. Na klar. Wie, der ist jetzt schon gestorben? Während ich in der Config geändert habe, ist einer verreckt. Ist eigentlich egal, ich wollte ihn eh nicht losziehen, aber dass er schon verreckt ist, hat schon wild. Ich wollte jetzt den Server neu starten, damit ich hier den Nanny schon in Range habe, aber das ist echt krass, dass der schon so schnell verreckt ist, ey. Aber gut, das ist nicht so wild, der ist eh nicht, wollte ich eh nicht um die Große. Ist das Stream wieder drauf oder was? Was soll denn da schon wieder? Regen die HP hier drin im Ding? 17,3 HP hat der Ander. Ich hab jetzt. Der hat jetzt. Ja, gut. Ist ja egal. Ist ja nicht schlimm. Ich wollte ihn ja nicht großziehen. Ich dachte mir. Oh, trotzdem breeden hin und her. Safe. Schau mal, Fushi, du bist ja noch da, oder? Jo. Wollen wir mal kurz 2 Minuten was durchgehen? Hast du noch Bock? Ja, komm. Warte, ich schalte mal kurz um. So. Ich such mal kurz dieses Ding. Erst wegen der Vorbereitung, wegen dem Upload und sowas, ne? Was wollte ich machen? Decay und Upload. Also erstmal Decay. Also warte mal, das war hier bei. Ich glaube sogar, war ich direkt bei Environment, oder? Das war bei Serverregeln, oder? Growth Speed, Killing Interval, Poop, Structures. Hier. Schon mal Enable PvP Decay, bla bla bla. Hier. Enable Structure Decay PvE. Ist ja an. Aber es ist 0 Sekunden. The Structure Decay Period. Ist 0 Sekunden. Specifies the time required to apply structures to decay in PvE Mode. Das ist ja auch okay. Structure Decay Multiplier ist 1. Das ist auch gut. Ich wollte ja auch machen, dass sie auch kaputt gehen. Weißt du? Ja. Dass sie halt einfach, wenn das in die Zeit abläuft, zerstört werden. Nicht, dass sie da einfach da stehen. Das ist ja Blödsinn. Dann habe ich ja hier Auto-Destroy Structures kann ich ja anmachen. Ist das so richtig eingestellt, alles? Ich sehe nicht alles, weil deine Tastatur da über einiges drüber ist. Jetzt hat. So. Also erstmal Enable Structure Decay PvE, das ist aktiviert. Dann die Structure Decay Periode ist auf 0 Sekunden, also es fängt halt sofort an, ne? Specifies ja. The time required to apply structure to decay in PvE Mode, oder nicht? Weil es geht ja nur in Sekunden. Warum auch immer dieses, weiß ich nicht genau, fängt es dann sofort an? Das ist ja eigentlich, mehr brauchst du doch gar nicht. Das mit den Auto-Destroy Structures da unten und so. Das war's, oder? Das brauchst du doch gar nicht. Ja doch, es soll ja kaputt gehen. Wenn die Zeit abläuft. Das ist doch da oben der Decay. Ja, es läuft. Ja, du kannst noch. Nee, es läuft Decay, dann kann jemand anderes es übernehmen. Genau, das musst du noch anmachen, den Haken. Den Haken, denke ich auch. Und das andere passt, oder? War mir macht es jetzt Sorgen, nur warum 0 Sekunden stehen. Nicht, dass wenn ich jetzt einlogge, alles kaputt geht. Specified time. Required to play structure in Decay Mode. 0. 1 ist ja okay. Auto Destroy Structures. Du kannst auch machen. Auto Structures. Okay, unsnap course structures. Dass wenn Leute irgendwo eine Foundation und ein Bett hinstellen, dann hat das halt die 10-fache Decay Time. Wenn jemand eine Taming Falle baut, reißt die nicht ab, dann ist die halt schon nach 12 Stunden weg. Und
Oder kannst auch auslassen, falls irgendwann mal jemand eine Wyvern-Taming-Falle bauen will oder so. Genau, wollte ich gerade Ich sagen. glaube zwar nicht, dass wir das hier brauchen, aber. So, also, Auto-Destroy Structures. Auto-Destroy All Structures Multiplier. Das ist nochmal so ein Ding. Allows Auto-Destruction Structures after sufficient. Ach man. Turnier by Tribe. Time has passed. Useful for servers to clear off abandoned structures automatically over time if they wish. Set 0 is disabled. Ich würde es halt auch auf 1 setzen. Er macht das auf 1, ja. Warte, ich muss es mit der Hand machen. Moment, falsche Tastatur. Modus 1. Habe ich. Only Auto Destroy Core Structures 9. Only Decay Unzapped 9. Fast Decay Unzapped Core Structures. Fast Decay wollen wir auch nicht. Aber Unzapped Foundation Pillars at Faster Speed. Was heißt Unzapped? Unsnapped. Das heißt halt, wenn zum Beispiel jemand einfach nur Foundations irgendwo hinplaced, dann sind die ja mit nichts gesnappt. Und eine Foundation ist eine Core Structure. Weil diese Option gibt's, weil gerade auf vielen Servern wird ja einfach nur Pillar oder Foundations irgendwo hingespammt. Das kann ich im PvP erzählen, ja. Einfach so im Invite genau. Überhingestellt, damit nichts gespawnt ist, den es ja gehört. Damit niemand näher ist, der was hinbauen kann. Damit niemand näher bauen kann, genau. Ja. Weiß nicht. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Wenn irgendjemand eine Taming-Falle irgendwo baut, und das sind nur, der stellt da ja nur Gates off oder sowas als Taming-Gitter. Dann sind die unsnapped und die wären dann halt nach einem Tag oder so schon wieder weg. Ja, aber unsnapped sind doch auch meine fliegenden Sachen, oder? Im Haus. Die sind aneinander gesnappt. Die aber connecten ja miteinander. Wenn einer jetzt so eine Falle baut, macht er 2-3 Foundations, 4 Tore, dann ist es ja auch snapped. Ja, deswegen die Option ist Schwachsinn, lass die einfach weg. Ja. Das habe ich angelassen. Unconnected Water Pipes ist ja okay. Die. Und ja. Enable Fast Decay. Das können wir nicht, brauchen wir nicht machen. So, Locken habe ich angemacht. Passive Defense Damage. Oder des Dinos. Hard Limit Turrets. Okay. Und jetzt mal kurz speichern hier. Also, ich habe im Endeffekt jetzt nur das auf 1 alles gesetzt und angemacht. Aber the specify the time required for player structures to decay in PvE mod. Eine Sekunde, 0 Sekunden oder was? 0 ist normalerweise immer deaktiviert. Also wenn das jetzt heißt, dass das Ganze anfängt, direkt nach dem Ausloggen, ist ja okay. Ja gut. Nichts, was bei gut ja, kaputt geht. Jetzt gehe ich aber schlafen. Achso, ich wollte noch mit diesem Upload-Dings da kurz. Ja, dann. Weil es gibt. Ich hatte bei dem Settings hatte ich 6 Sachen aktiviert: Dino, Player, Upload, Download. Player. Ich muss jetzt schauen. Wo das hier ist. Dann würde ich jetzt alles schon vorbereiten für den nächsten Server. File Settings. Uff, wo das ist, ist halt so eine Sache, ne? Schade, kann man hier nicht suchen irgendwie? Nach einem gewissen Befehl? Enable. Live. Automatisch ist egal. Rules. Na, hier, da habe ich das hier, jetzt habe ich es gefunden. So. Da, hier. No, if enable survivor uploads are disabled. Da kann man Sachen uploaden und downloaden. Was ich halt auch nicht möchte, dass wenn jemand neu anfängt, also vom Survivor vom anderen Server runter, dieser halt auf Null anfängt, ja, weißt du? Aber ich glaube, das muss ich anmachen, damit wir rüber transferieren können, überhaupt, dass wir uns selber hochladen. Ja, weißt du? Aber theoretisch, wenn du ein Cluster machst,
kannst du auch noch einstellen, dass nur innerhalb dieses Clusters geup- und downloadet werden kann. Von extern nicht. Muss gehen, weil Gportal und alle anderen haben das auch drin. Mhm. Bei Gportal verbindest du die beiden Server-IDs miteinander und dann nur zwischen diesen Server-IDs geup- und downloadet werden. Und jetzt ist die Frage, Destroy Tames over Level? Nein, nicht das hier. Hier, Enable Tribute Down, das muss ich auch anmachen. If it's enables, allowing, downloading external survivors. Oh, nee, warte mal. Items from Diners at your server. Okay, das muss ich auslassen. Hier, external. If enables is allow downloading external survivors. Items in to your server. Das muss ich auf jeden Fall auslassen. No survivor downloads. No item downloads. Ja, aber Gags, nicht böse sein. Ich muss jetzt pennen gehen. Alles gut. Man kann ja auch die Sachen, die man mitnimmt, man kann ja so ein Ding mitnehmen, ne? So ein Travel-Teil, wie heißt denn das? Was man so ein A kann man so mit, so ein Obelisk theoretisch. Von der Basis kann ich das hochladen und kann zu Hause die Sachen runterladen. Das geht ja auch. Ja. Da müssen wir mal schauen, dass ich das alles da anmache. Okay. Na gut. Bloß, ich muss halt neuen aufstellen. Ja, mach. Wenn ich einpenne, vergeht noch gut eine halbe Stunde. Alles gut. Ich dachte, es ist halt nur entspannt, wenn man bis zu zweiter bis drüber schaut. Können wir ja morgen nochmal machen. Ja. Genau, können wir morgen in Ruhe machen. Ich habe jetzt die Nanny erhöht auf von 10 auf 20 Felder einfach. Dass die mehr Reichweite hat oder was? Ja. Weil das ist halt zu wenig. Nenn mal meine Basis. Mach einfach 100. Dann können meine Tiere aus deiner Nanny mitfressen. Das ist zu wenig, mal 200. Okay. Ah. Na dann. Gute Nacht, schlaf schön, angenehme Träume. Wir hören uns dann um 9 oder um 10. Ja, eher um 10. Dann um 10. Ich brauche eine Weile. Ja. Außerdem kommt morgen, ist Montag. Ich bin nämlich vor uns eingefallen. Morgen kommt auch noch meine Putzfrau. Mhm. Den ganzen Dreck von der Silvesterparty wegmachen. Oh, die ganzen Kracher und alles. Ja, weil ich hier übelst. Hab ja übel Party gemacht hier. Ich weiß. Mach ich auch immer mal an. Ich teste das gleich mal mit ein paar Items oder so. Hier, Cluster, no transfer from filtering. Override survival and upload expiration. Override deine upload expiration. Muss ich mal schauen, alles. Genau. Ist halt so. Gute Nacht, schlaf schön. Und safe. So, Lars, wie schaut's aus bei dir? Hast du geschafft, den Boss? Hast du den Boss geschafft? Ah ja, geht ja schnell. Okay, der ist ja gleich wieder oben, der Server. Ich muss ja gerade voll aktiv im Bosskampf hier. So, ist nicht mehr da. Okay, na gut. So, wieder Fenster wieder groß machen. Zack. Kann ich die ganzen Sachen auslesen. Wunderbar. Ja gut, schauen wir mal. Und wieder ein bisschen was angepasst. Langsam vorbereitet für mehr. Mal schauen.
Ich hoffe, das geht einfach, einen zweiten einfach erstellen. Ein paar Ports ändern, copy-pasten und dann die Map ändern, fertig. Ich hoffe, das ist nicht so dramatisch. So, ich habe immer noch Unforce Respawn Dinos und Startup voll vergessen. Muss ich mal ausmachen für den nächsten Start. Speichern. Save. Und fürs nächste Mal dann auslassen. Okay. Nebel unterführt, alter, hier, alternate Safe Directory Name, nein, Cross Arc Data Transfer Clustered. Set a cluster ID for the server that will group the server together via Cross Arc Data Transfer. Cluster Directory Override. Okay, nee. Ein bisschen einlesen hier. Muss halt jetzt im Giga sofort sofort Ding geben hier. Fleisch. Damit nicht auch der zweite verreckt, wenn ist auch nicht so schlimm. So, mal schauen. Zum Glück habe ich in der Tasche, sterben kann er so erstmal nicht. So, du hast umgestellt, let's go. Let's go. So, ich hoffe, das passt. Ich nehme mir aber auf jeden Fall mal kurz bisschen Fleisch raus und gebe mir selber erstmal was. Auf jeden Fall, let's go hier, Chingu. Ah, du bist schon noch da, ja, Beste hier. Freut mich. Wird nachts auf einen gewissen Zeitpunkt ruhig. Meistens war es jetzt immer so um 4, 5 in der Früh, aber. Aber jetzt. Auf Montag ist schwierig. Das ist auf jeden Fall. Genau, ist mal hier. Der ist gleich alles direkt weg hier, Fresssack. 50 Leben hier. Das ist ein Baby. Das muss noch aufwachsen. Das ist der größte Rex, den es gibt hier. Das ist der Giga. Das ist ein Baby. Ah, okay, jetzt tut die Nanny hier füttern. Wunderbar. Okay, passt. Habe ich doch schon. Ich habe den großen, musst du ja suchen, damit du den hast, was ich habe. Ich habe ein großes Männchen, großes Weibchen und ziehe die auf und dann habe ich noch mehr Power. Die aufgezogenen, die gezüchteten haben mehr Power.
Ja, wenn die zu viel zu schnell Leben verlieren, dann werden sie böse. Und dann töten sie auch dich. Na klar. So ein kleiner Enrage-Modus. Schau, die Größe ist ungefähr hier wie die da. Ach, ist mein Ding wieder da unten oder was? Deswegen kann ich nicht fliegen. Hier. Der eine musste leider dran glauben. Das war halt, ja, war mehr oder weniger ein Test. Egal. Nun mal sind die so groß, so, wir werden noch ein bisschen größer hier. Chingbu. Die sind auch noch nicht ausgewachsen. Hier muss man meinen Fernrohr wieder fressen. Die sind noch nicht ganz fertig. So, jetzt habe ich die Nanny auf 20 Foundations erweitert von 10. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich die hin habe hier. Da. Und Fuel habe ich gar nicht hier. So. Den müssen wir zersägen. Nur klar. Okay, fertig. Da ist ein kleines Magmasaurus Baby, da ist ein Wiefern wächst auf, mehrere Gigas. Ist vielleicht zu gefährlich, da weiß man nie, was drin ist, Chingbu. Da weiß man nie, was drin ist. Hab heute ein bisschen ausgebaut, ein bisschen ist erweitert. So kann ich die großen Tiere immer hier auf den Rand stellen. Der Plan ist erstmal, ja, ich glaube, ich kann erstmal 16 Gigas oder 16 große Tiere gleichzeitig hier hinstellen, sogar mehr, je nachdem, wie ich es noch weiter ausbaue. Aber ich werde es so hinstellen, dass der Kopf zu mir schaut und die Schwänze nach außen sind, damit ich auch hier normal laufen kann, weil hier kann ich wegen dem noch nicht mehr normal laufen. Aber die drehe ich jetzt nicht mehr um, denn die sind bald fertig. So. Ich wollte das Ding mal wegstellen hier. Ja, sind ein paar Tage, sind ins Land verstrichen, ja. Montana, jo. Da hast du recht. Ein paar Minuten. Befinde mich ja den komischen Umständen, komischen Umständen in Real Life, deswegen kann ich das so aktuell machen. Ist kein Öl mehr hier, oder was? Zollterminal raus. Das. Das. Ist halt nicht, also vieles nicht normal bei mir aktuell. Steht auch so ein bisschen im Streamtitel, von daher ist das halt so eine Sache. Ja, wir haben Ark mal wieder gestreamt. Eigentlich jedes Jahr so ein bisschen oder mal wieder mal ein Jahr Pause. So. Also entweder ein Monat oder ein paar Tage und dann wieder ein Jahr Pause. Denn man hat halt dann doch alles gesehen, aber mittlerweile gibt es jetzt so viel, dass ich wieder reingeschaut habe. Gibt auch eine neue Map, gibt ein paar neue Tiere und das Genesis 2 kenne ich noch gar nicht. Und auch die HG-Mod hat das alles schon sehr, sehr cool gemacht jetzt. Jo, hat man schon gehört. Mach mal Ausrufezeichen Ready Check, wenn es der gleiche Account ist, erkennt es ja der Bot.
Dann kannst du schauen, wie lang du schon mal, wie lange du noch nicht mehr da warst oder wie lange du schon oder wann du das erste Mal da warst, so jetzt. Ich habe 2015 im ersten Tag arg gestreamt, da habe ich es gestreamt für ein paar Monate, dann wieder Pause gemacht, dann wieder gestreamt, also immer wieder mal. Weißt du nicht, welches Jahr hast du denn geschaut von Ark? 16, 15, 16, 17. Und dann war es erst, glaube ich, wieder 2021. Ja, die Gesundheit ist halt gefickt und ist im Arsch. Deswegen mache ich das Ganze hier. Siehe Streamtitel. Aber das ist jetzt egal, muss man nicht erörtern das Ganze. Ich erzähle ja offen drüber, rede auch offen drüber, aber momentan drauf geschissen. Ich mache einfach und fertig. So. Ausrufezeichen, ready check. Ready check. Jetzt anstecken, haben wir gerade gesagt, Battery Low. Jetzt überlege ich gerade, wie ich jetzt noch weitermache. Ist jetzt keiner Server, ich bin der Einzige. Ich könnte zwar jetzt ein bisschen rumfliegen, rumbasteln, aber irgendwie so ganz alleine macht das auch keinen Spaß. Ich habe alleine angefangen. Da kamen ein paar hinzu, aber sind schon wieder weg. Ich bin jetzt den 9. Tag am Server oder was? Warte. Mal kurz, ich habe hier doch alles aufgeschrieben. Hier. Ist heute der 10. Tag sogar. Der 10. Tag. Wir haben am 24. habe ich angefangen, um 8 in der Früh den Server aufzustellen. An dem Tag ging er 17 Uhr ein bisschen live, sind wieder runtergefahren. Am 3. Tag war er fast fertig. Und wir machten ja heute noch rum. Na, dann warst du bei Valhalla dabei. Am 5. Dezember 2015 war, glaube ich, Valhalla am Start. Valhalla und Island hatten wir gleichzeitig 2 Server. Mhm. Genau, hier haben wir habe ich immer von 8 in der Früh bis 3 in der Früh. 12.45 Uhr bis 4 in der Früh, fast jeden Tag. Fast jeden Tag ein bisschen viel hier an. Und dem Arcorino. Arcorino of Time, man kennt's. So. Schau ich mal kurz, ob das alles funktioniert. Ich muss wieder meinen Hut absetzen, wieder aufsetzen. Zack, zack. Jetzt sehe ich auf den Speed hier. Dann hast du auf jeden Fall damals Valhalla mitbekommen. Keine Ahnung, ob du das. Vielleicht hast du sogar das Race oder so mitbekommen von damals. Ey, da wollte mir gerade was wegnehmen hier. Ich muss mir die Waffe in die Leiste tun. Moment, kurz hier. Die habe ich ja vorhin bekommen von Fuffi, die Waffe. Wollte ich hier mal testen hier. Vielleicht bashte den Itchy. Todos sind egal. Die Itchy, die Sau da vorne. Jawohl! Ja, Valheim bestimmt, genau. Valhalla, nicht Valheim. Mhm. Oh, okay, die Mütze ist natürlich kein Ziel. Hey White Black, BB, was geht? Ich teste gerade so eine neue Waffe, die mir gegeben wurde.
müssen wir irgendwann nochmal eine gescheite Säge bauen. Oben links seht ihr die Kilometeranzeige, wie schnell ich laufe. Das haben wir auch drauf getan, so eine Mod. Ah, das ist aber... Hast doch kein Gegner? Lost in Abyss. Wer oder was ist das? Ah, stimmt, ich muss noch einstellen. Achso, die waren gar nicht mehr unter, oder was? Ich muss noch einstellen. Okay. Wenn welche nicht da sind, die Zeit abläuft, dass die Dinos einfach sterben, dass sie nicht übernommen werden können oder so. Dass es immer heller und dunkler wird. Okay. Oh. Huch. Zum Glück hat es ja nicht gemerkt. Ist ja echt heftig, dass man so weit schießen kann hier mit dir. Ich dachte, der Arken berechnet gar nicht so weit. Ja, die Itchis können wir schon runterholen. Das sind Schweine, die beklauen uns immer. Die beklauen uns immer. Das sind die richtigen Schweine. Mal schauen, ob ein Giga da ist oder so. Hab ich gezuckt oder was sagst du? Okay, ist schon nice. Ist schon nice. So ein Ding. Okay, da hat er schon recht. Da hat er schon recht. Beim Fliegen geht das. Muss man noch besser machen in der Luft beim Fliegen. Wir fliegen ja weiter hier. Ich würde den Kopf treffen, nicht den. Ich könnte auch töten mit dem restlichen Körper, aber. Cool, wir fliegen ja weiter hier, solange der Ausdauer hat, Ander. Das war aber doch voller Hit. Das ist geil, das ist geil. Aus der Luft hier, ne? Das ist anders wild. Ach, der kommt auf mich zu. So, dann können wir ein bisschen sägen hier.
Okay, ich hoffe, die sind bald weg hier. Es sind ein paar mehr Dodos da und diese ganzen Kappa-Kläuse hier. Lol. Stell dir mal vor, der klaut mir die Waffe, die Drecksau. So noch ein paar Munition machen. Ist aber echt lustig so. Auch kein Buddy-Hit. Frech. Ist das zu weit weg oder was? So, was habe ich denn dabei? 11 Stück. Ich habe keine Narkotics, aber ich muss noch was nach Hause. Keine Narkotics dabei, man kennt's. So. Das waren ja schon 10 Foundations, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hat nicht mehr gefüttert da hinten, okay. Das ist wild. Kann man da Show Range anzeigen? Okay. Jetzt füttert sie bis dahin. Oh ja, okay. Können wir noch zentraler stellen, aber ist okay, jetzt reicht's ja. So, was wollte ich hier? Nur noch 1000? Das ist ja wenig. Da muss ich bald mal welche herstellen. So geht das nicht, die nur 1000. Wo sind wir denn hier? So. Narkotik. Wie kann man denn herstellen? Können wir 1000 herstellen? Können wir echt? Energie. So, bin mal schnell schiffen. Bin mal schnell schiffen, wie noch. Das Herstellungsgeräusch gar nicht mehr. Wie? Hm? Ich habe ja Headset an.
Wie jetzt? So, ich muss es da oben einstellen, okay. So. Ich habe mal gucken, ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet, was ich ja testen möchte. Mal kurz hier muten im Discord. Schon ein bisschen so vorbereiten auf die nächste Map. Mal gucken, vielleicht können wir eine dazu schalten zum Testen, so ein Testserver. Da würde ich aber gerne noch ein paar Sachen finalisieren. Hab jetzt schon mal so ein Ding gebaut, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Da kannst du so hochladen Sachen. Ein Transmitter oder irgend sowas, da kannst du auch dich auf andere Server beamen. Sowas, so ein Obelist-Ersatz-Dingsbums. Gelbe reichen ja, ne? Ja, das ist ja, ich glaube, gelbe reichen. Selbst für ein Giga reicht es. So. Okay. Genau, wie heißt das Ding? Ist es ein Transmitter? Da, wo man halt auch auf andere Server reist oder wo man Sachen hochlädt. Was ist der Trans? Doch, das Ding hier. Ja, Chingbo. Das ist aber schon schwach von dir. Also. Da merkt man schon, da kommst du immer nur, sagst hallo, gehst wieder. Das ist, du bist schon enttäuscht, da bin ich schon traurig hier. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht hier. Hätte ich mehr von dir erwartet. Ah, oh, ja, auch noch am Start. Ja, siehst du, das ist mal ein gutes Beispiel. Ist denn Frank Montana auch wieder weg, oder was? Okay. Und White Black? Ja, das ist ja okay. Ich weiß, das machen ja die meisten, deswegen kommen halt einige rein und beschweren sich, dass zu viel im Chat steht. Zu wenig im Chat steht. Also, ich finde es okay. Wenn ihr Lust habt, schreibt ihr. Wenn ihr aktiv zuschaut, schreibt ihr. Wenn nicht, dann schaut ihr nur im Lurk oder lasst das nebenbei laufen. Das ist ja alles ganz gut. Also, jeder wie er will. Jeder wie er will. Nur bin ich kein Fan von der Frage, wieso sind Leute da und es schreibt niemand. Ich weiß nicht, ob ich verlangen kann, ob 24/7 jemand schreibt. Selbst ob jetzt, keine Ahnung, 50, 100, 120, 150 da sind. Keine Ahnung, ob ich verlangen kann, ob das jemand schreibt die ganze Zeit. Das muss ja 24/7 immer einer schreiben. Da drehe ich ja selbst durch. da drehe ich ja durch. Ja, Zeit wird's irgendwo, beim Schlafen zu gucken. Mhm. Die kriegen wir aber noch heute nochmal gereadet, glaube ich. Achso, ich wollte dieses Ding da testen. Es gibt es auch nur vom Normal, es gibt es keinen von vom HG Tech Transmitter. Und was macht der S Plus anders? Can teleport to boss arena, can scan all diners and arc and display her position and level. Ja, das ist sowieso ausgeschaltet.